Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Adventure April. Und bevor wir hier mit dem Spiel loslegen, möchte ich erstmal erklären, was hier eigentlich abgeht und warum meine Stimme so anders klingt als sonst. Ja, Entschuldigung schon mal dafür. Ich war gestern auf einer Betriebsfeier und das wurde alles etwas später. Und nun ja, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Auf jeden Fall, der Adventure April ist der Anfang von einem Jahr voller Flash Games. Ich habe mir nämlich gedacht, Mensch, ursprünglich hast du diesen Channel mal gegründet vor, naja, 8 Wochen oder so oder 10 Wochen, um hier ein bisschen Flash Games zu zocken und Flash Games vorzustellen und bin da jetzt ja irgendwie komplett von abgekommen und habe mir dann gedacht, nee, so ein bisschen was mit Flash Games könnte man doch halt machen. Nun muss man die halt ja nicht ewig let's playen, sondern gerade bei Flash Games, die kann man ja auch netterweise umsonst zocken. Ich gedacht, stelle ich halt immer mal so ein paar Spiele vor und verlinke die natürlich auch in der Videobeschreibung, sodass ihr dann selbst zocken könnt, wenn ihr das Spiel interessant findet. Mache aber halt kein ewig langes Let's Play draus. Also ich zocke dann halt nicht ein ganzes Adventure durch, irgendwie 38 Folgen. Wobei, so lange gehen die Flash Games meistens eh nicht. Sondern ich stelle jetzt einfach jeden Tag ein neues Spiel vor. Manchmal auch zwei, je nachdem wie lang oder wie kurz die sind. Und das ist monatsweise eben immer genretypisch. Und da fängt der Adventure April an. Und nächsten Monat, kann ich ja schon mal teasen, gibt es dann den Mouse Only May. Ja, ich weiß, ich muss da leider immer auf Alliteration bestehen, anders geht es einfach nicht. Und ja, nächsten Monat wird es dann natürlich sehr abwechslungsreich, weil Mouse Only ist ja Maus. Mouse only. Schön deutsche Spruchsweise, ja, ist ja auch vernünftig. Also machen wir auch mal Deutsche einfach los. Und wo wollte ich eigentlich hin? Ja, also ich denke, das Prinzip ist klar und ich werde das also hoffentlich jetzt auch wirklich ein Jahr durchziehen. Jeden Monat ein anderes Topic. Da kommen auch nochmal auf jeden Fall ein paar Actionspiele mit rein. Da kommen auch nochmal... Gott, was hatte ich mir denn alles rausgesucht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich könnte mal ganz kurz nachgucken. Ich glaube, das mache ich mal eben. So, fix nachgeguckt. Also Jump'n'Run-Spiele werden auf jeden Fall noch mit dabei sein. Es wird ein paar Tower-Defense-Games geben. Und also wie gesagt, einfach mal so eine schöne Bandbreite an Flash-Games, die man mal so nebenbei zocken kann. Ich finde, das ist eine sehr gute Sache. Natürlich finde ich das, sonst würde ich das hier ja auch nicht machen. Also, legen wir los mit dem ersten Spiel im Adventure April. Und das ist, wie ihr schon seht, Gateway. Und zwar der erste Teil. Es gibt 2 Teile davon. Auch den zweiten Teil werde ich hier definitiv mit verlinken. Und ich mache jetzt einfach mal ein neues Spiel. Nein, spiele ich nicht. Bin ich ja ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das Tutorial können wir uns auch schenken. Da spielt man nämlich nur die ersten 3 Abschnitte oder 4 Abschnitte, nur dass einem jeder Schritt erklärt wird. Und wer mit einer Maus umgehen kann, der kann auch dieses Spiel bedienen. Ist, wie ihr seht, ein Point-and-Click-Adventure. Überraschung. Wer hätte jetzt schon ein Text-Adventure erwartet? Und ich muss sagen, der erste Teil ist noch gar nicht so spektakulär, aber ich habe dann gestern auch endlich mal den zweiten Teil gezockt und der ist echt gut. Also der hat von den Rätseln ganz coole Sachen drin und der hat, finde ich auch, jetzt nicht außergewöhnliche, aber für so ein Flash-Game auf jeden Fall eine ganz fetzige Story. So, wie war das denn jetzt hier? Ach, das war die Nummer, genau. Hier das einstellen. So, das war das, glaube ich. Das war... War das das? Nee, das muss hier... Nein, verdammt. Es ist nicht das, ne? Ich brauche schon das Gelb. Ja. Ja. Diese, ich nenne es jetzt mal Fußschalterrätsel, sind ein bisschen nervig. Da kommt auch noch ein zweites... Aber prinzipiell, oh Gott, wie ging es denn hier weiter? Und der dazu? Jawohl. Wichtig in Erinnerung gehabt. okay, hier unten haben wir ein Tastenfeld und hier haben wir ein Teleskop. Gucken wir doch mal eine Runde rum.
Hallo. Ja. Ja. Ach, genau, das war's. Ich erinnere mich. Ja, ich erkläre jetzt mal nicht, wie es funktioniert. Ist ja auch relativ offensichtlich, ne? Aber ich hätte mir vielleicht einfach mal. Moment, verdammt. Fuck, ich hätte einfach gucken sollen. Ah, manchmal bin ich schon so ein Krüppel, so. Okay. Jawohl, und weiter geht's. Nein, na. Ja, wie gesagt, Fußschalterrätsel sind hier nicht immer so einfach zu handeln, aber man kriegt es doch irgendwie hin. Ist manchmal ein bisschen Frickelarbeit, aber nicht so, dass es im übermäßigen Maße nervig wäre. Ach so, genau. Ach, eigentlich hat es auch völlig gereicht, wenn ich den einen hier. Naja, egal. Und eigentlich ist hier der erste Teil auch mehr so das Tutorial zum zweiten Teil, möchte ich sagen. Entschuldigung, meine Stimme ist heute, wie erwähnt, nicht unbedingt die beste. Der erste Teil ist jetzt hier echt nur hauptsächlich Rätsel und so ein bisschen Hinleitung zur Story. Wo kam das Ding denn hin? Kam das hier hin? Jawohl. Das Ding kam dahin. Nein, das war's nicht. Verdammt. Und ich muss echt nochmal sagen, die Story im zweiten Teil hat mich wirklich überrascht. Also ich bin den zweiten Teil so angegangen, so ja, okay, der erste Teil war ganz nett, kann man halt mal reingucken. Aber war dann echt interessant und auch ein bisschen spannend. Also. Ach ja, die Klappe ist festgeschraubt. Nun gut, dann nehmen wir doch diesen Schraubenzieher. Das Kabel ist vermutlich zu kurz. Okay, ich verstehe schon. Dann schrauben wir doch erstmal die Abdeckklappe hier los. Und dahinter verbirgt sich. Ta-ta-ta-ta. Na? Ein Verlängerungskabel. Grandios. So, das verbinden wir jetzt mit dem Stecker. Zick. Und dann stecken wir das Ganze in die Steckdose. Endlich eine Runde Fernsehen, das ist auch richtig wichtig. Richtig wichtig, ja, natürlich. Hey, Arte. So. Okay. Hey, ist das nicht der Typ, den wir. Das fällt mir jetzt erst auf. Und mir fallen gerade ganz eklige Sachen auf, die sich erst mit dem zweiten Teil dann erklären. Oh, hallo. Im zweiten Teil findet man übrigens auch raus, wer diese ganzen Leute sind. Achso, 6 habe ich mir gar nicht angeguckt. Ja, wo ist sie denn jetzt zuerst durchgelaufen? Hier, ne? Okay, also 5, 4. Fünf, vier, zwei, sieben. Fünf, vier, zwei, sieben. Eins. Und dann. Ja, theoretisch könnte sie ja von hier draußen reingekommen sein. Vier, zwei, sieben. Ja, ich probiere das jetzt einfach mal. So. Da ist sie reingekommen. 5, 4, 2, 7. Jawohl. Sweet.
So, und das ist ganz ehrlich, also der erste Teil ist wirklich sehr, sehr kurz. Den haben wir jetzt hier nämlich auch schon durch. Das letzte Rätsel spoilere ich jetzt mal noch nicht, sondern werfe stattdessen mal einen Blick noch in den zweiten Teil. Ja, ganz kleinen Augenblick, bin sofort wieder da. Und da sind wir auch schon wieder mit dem zweiten Teil von Gateway, den wir natürlich auch auf Deutsch spielen. Lustigerweise hat sich jetzt die Farbe geändert. Ja. Der neue Spiel. Nein, ich möchte nicht das Tutorial spielen. So, da kommen wir nämlich runter. Dann aus dem ersten Teil, das ist quasi ein fließender Übergang. Und dann gehen wir doch jetzt einfach mal hier rein. Okay. So, ich muss nämlich ganz dringend noch was erledigen, deswegen wollte ich unbedingt in dieses formschöne Badezimmer gehen. Und den Klodeckel hochklappen und oben lassen, wie es sich für einen Kerl gehört. Ja. Okay, da fehlt noch die Nummer. Betrachte Spiegel. Ich mag den dezenten Spiegeleffekt. Hihi. Glaube ich, noch ein bisschen cooler gefunden, wenn hier jetzt noch irgendwas Gruseliges dran gemalt wäre oder dran geschrieben. Aber gut, die Kombination. Ich schreibe mir meine Kombination auch mal auf den Spiegel, das ist total praktisch. Und wir finden ein Videoband. Oh ja. Na, jetzt geh schon raus, Alter. Sag mal. Geht doch. Hallo. Was will. Ach ja. Ja, ich weiß, dass das ein Videoband ist. Okay. Ne, Alter. Die Steuerung ist manchmal hier ein Spiegel. Aber mit dem Spiegel geht doch hier garantiert irgendwie. Vielleicht mit der Lampe irgendwie. Ach, da muss ich mich. Ah, warte, da muss ich mich wahrscheinlich direkt unter die Lampe stellen. So war das, meine ich. Bam, in your face, jawohl. Ja, schön, dass das Fernsehgerät geht, ohne dass der Stecker da eingesteckt ist. Videoband. Clips übertragen. Und angucken. Laura, kann sie mich hören? Okay. Ich weiß nicht, ob du das jetzt hörst. Der Arzt sagt, ich soll. Also, was schaust du da? Soll ich umschalten? Ich meine, den ganzen Tag Störbild anstarren, das ist irgendwie. Ich bin hier, um mich zu verabschieden, Laura. Der Bus fährt in einer Stunde und ich weiß nicht, wann ich zurückkomme. Wenn es dir besser ginge, könnten wir, also ich meine, wenn es dir besser geht, können wir. Ich kann es nicht ertragen, dich so zu sehen. Warum tust du dir das an? Du hattest nichts mit diesem Unfall zu tun, sieh das doch ein. Du hast sie schließlich nicht gezwungen, in dieses Auto einzusteigen, oder? Unglaublich, dass sie das immer noch tun lässt. Selbst nach ihrem Tod lässt du sich noch von ihr beherrschen. Es tut mir leid. Tja, und um wessen Tod es geht und wofür sich Laura die Schuld gibt und was hier weiter passiert und warum der Klodeckel hochgeklappt ist und ob er runtergeklappt wäre, wenn ich ihn runtergeklappt gelassen hätte. Eine gute Frage. Probiert es doch selber aus. Zockt eine Runde Gateway in Teil 1 und 2. Die Links zum Spiel findet ihr in der Videobeschreibung. Echt ganz nette Adventures für die Pause zwischendurch. Ich glaube, meine Stimme braucht auch eine Pause zwischendurch. Oh mein Gott. Na, ich hätte vielleicht doch nicht erst morgens um 4:30 zu Hause sein sollen. Nun gut. In der Nacht von Sonntag auf Montag kann man das ja mal machen.
Ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Konnte euch anregen zu zocken. Wie gesagt, diesen Monat massiv Adventures, 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 Adventures. Sind auch noch ein paar wirklich coole Highlights dabei. Das kann ich euch definitiv versprechen. Auch sehr, sehr stimmungsvolle Sachen, auch mit sehr coolen Zeichnungen, sehr coolen Artworks. Solltet ihr definitiv dranbleiben, wenn ihr ein kleines Faible für Adventures habt. Definitiv mal reingucken. Weiterhin im Adventure April hier auf meinem Channel. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, einen angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.